Das sind wir auch wieder. Hm? Cool, gell? Das ist mein getarnter Raketenwerfer. Nein, also Erfolgserlebnis hatten nur ich eigentlich, aber den haben wir Hälfte erschossen, den Elch. Und es hat ungefähr 10 Minuten gedauert, bis wir den gefunden haben. Payne hat aufgegeben. Ja, nach 5 Kilometern oder so. Ja, du warst gut weit weg. Und eigentlich wollten wir zu dem Außenposten, der wo da, nicht Außenposten, zu diesem, keine Ahnung. Aussichtsturm. Genau. Und da war aber Payne schon 1,5 Kilometer weg. Sind wir nochmal am Anfang zu dem Außenposten gereist und jetzt geht es wie gewohnt weiter. Ich habe immer das Gefühl, wenn man Schnellreisen macht, hört man erstmal gute 2 Stunden nichts. Wir sind hier mitten im Jagddruck. Achso, ist es Jagddruck schon wieder hier? Mhm. Okay. Oh Mann, der Frosch. Quack. Quack, 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 quack. Das ist ein Bär. Warnruf sogar. Man, bist du den böse machen? Warum rennst du dahin wie so ein Fanatiker? Ich habe keine Angst vor den Bären. Aber ich schätze, im ersten Moment wird er von dir weglaufen. Ich verfolge ihn jetzt auch nicht konkret. Achso. Ach, du bist ja zu dem... Ja, aber ich lasse mich jetzt nicht wieder ablenken. Aber hier ist irgendwas. Das ist ein Bedürfnisgebiet von den Bären, ja. Genau, von 1 bis 1 Uhr. Kennen wir ja. Ich habe hier auch die Spur. Ja, jetzt automatisch. Ja. Ach, das ist, glaube ich, der, den ich vorher verfolgt habe. Dein Ernst? Den, wo ich erschossen habe. Why pity? Nee, war pity. Ich würde mir das nie merken können, wie die Dinger, wie die Viecher heißen. Der ist ja dann doch noch ein gutes Stück weit weg, du. Auf der Karte sah das so mini aus. Bisschen. Aber es ist ein Bär in die Richtung gerannt. Ja, ist richtig. Immer geradeaus eigentlich, ne? Ein Weibchen. Ein Weibchen. Da vorne läuft ein Bison oder ein Bär. Bär. Wusste man nicht. Der ist weg. Und ich laufe dem jetzt nicht wieder hinterher. Ich gehe jetzt dann da auf diesen blöden Aussichtsturm. Jupp. Da holen wir uns alle Fragezeichen, Fragezeichen ab. Also du, ich nicht. Bei mir geht's ja nicht. In Layton Canyon. Da geht es ja nicht. So. Schön nach oben laufen. Schön nach oben laufen. Husten, wir haben ein Problem. Gibt's irgendwas Interessantes? Moment, muss erst warten, bis dieses Video vorbei ist. Ach, kommt da ein Video? Ja, nee, nicht wirklich. Super. Nee, nichts Interessantes. Nix. Nee, wir sind hier in einem Jagddruckgebiet. Ja, stimmt. Eindeutig. Aber es war da ein Schwarzbär. Mhm. Oder sowas. Porky? Ja, Payne. Ah.
Da ist noch ein Schwarzbär. Wieder ein Warnruf. Ja, das ist immer noch das Weibchen von vorhin. Weißt du, wetten jetzt, wenn ich meinen Bogen nicht raushole, dann komme ich richtig nah hin. Ich glaube, mit der Geräuschkulisse nicht. Schätze ich, oder? Lass uns Mama Bär jagen. Mama Bär. Alright, wo ist Mama Bär? Mama Bär. Unten kommt wieder Wasser, kann das sein? Ja, ganz weit unten. Komm du hinter mir, ja? Nicht, dass ich da laufe und dabei läuft der Bär mir hinterher. Nein, nein, das bin schon ich. Wer ist da irgendwo? Nein. Ja, dann rennt doch nicht so. Der rennt ja schon. Ach so. Ach so. Bin ich jetzt dran vorbeigerannt? Nee. An wem? Dem Bären. Nee, glaub nicht. Ich denke, dass der genauso schnell wegrennt, wie wir rennen. Wenn nicht nur schneller. Oh, ich höre den voll laut. Bleib mal stehen. Vorne ist er. Wo? Alter, ah. Ich brauche nicht mit dem Bogen anfangen. Ach, der hängt am Baum fest. Das ist gut, das ist gut. Nein, jetzt rennt er wieder weg. Oh, mit dem... Haben wir den? Nein, der rennt da noch. Sollte eigentlich umfallen, ja. Woher hast du gesagt, woher hast du gewusst, sollte er eigentlich umfallen? Hat er irgendwie, weiß ich nicht, einen Tanz eingelegt oder was hat der gemacht? Nein, der hat mir zugewunken. Kann hier kommen. %97 du. Wieder in Lendenwirbelsäule. Z. Ja, Jagddruckgebiet. Gehen wir den Fluss runter? Mhm. Bin hier gelaufen, auch ein Schwarzbär. Männlicher. Da ist Blut. Oder? Da ist Blut? Ja. Das ist bestimmt ein Elch. Wie viel Blut ist das noch? 7500. Ist dahinter gelaufen. Nee, das ist ein Schwarzbär. Hä? Hm. Waren da zwei? Hast du nicht vorhin auf irgendeinen geschossen? Ja, das sollte der gewesen sein. Also den, der wohl da schon tot lag. Ich hör was. Weiß ich genau unsere Windrichtung. Siehst du irgendwas? Nee. Hä? Ja, aber warst du auch? Da rennt der Bär. Jetzt ist der Hinger im Baum. Der ist weggerannt.
Wir hängen nur am Baum. Was denn du für Augen, Mann? Ich habe noch einen Schuss. Hast du schon wieder nichts? Wie hast du schon wieder nichts? Wo geht denn dein Schuss? Was ist? Ja, daneben. Das ist witzig. Da liegt er, oder? Ja. Du hast ihn am meisten getroffen. Einmal 31 in den Muskel und dann 58% in den Leber- und Lungenflügel. Stellst du mal dein Zelt auf, Sweetheart. Danke. Aber es geht schon vorwärts. Hey, du schnaufst neben mir wie ein Kerl, ey. Das haben auch viele beklagt, gell? Ach, dachte ich schon, du meinst das in echt. Nein, nein. Dass wenn du läufst, dann schnaufst du wie ein Kerl. Kann ich mal aus dem Zelt raus? Nein, jetzt musst du warten. Okay, klappt nicht. Ja, pack's wieder ein. Oh. Neues Gewehr. Pfefferspray. Was ist das? Rehduft. Rehduft. Ja. Alles klar. Das ist aber Dufte. Der Rehduft. Die eine Blutspur haben wir jetzt auch nicht mehr gefunden, gell? Das war der. Achso, das war der, haben wir ja gesagt. War der, ja. Stimmt. Da war was. Hey. Yes. Anfang der Folge. Yes. Rede ich noch davon, dass wir lange keine Bären mehr gesehen haben. Ja, und jetzt haben wir Dauerbären. Heidelbären. Hey, du schnaufst wie ein Kerl, ey. Das ist brutal. Und ich habe gar keine. Schnaufe ich auch? Hör nur mich. Okay. Bei mir klinge ich wie eine Frau. Okay, bei mir wie ein Kerl. Was ist denn hier Schönes gelaufen? Klingt wie ein Arg. Schau mal, hier ist auch Blutspur. Das ist auch was, was Blut. Das ist wahrscheinlich mein Elch. Kann gut sein. Das ist eine Elchspur, ja. Ruhe da hinten, ich verfolge eine Spur. Ruhe da hinten. 25-50%. Mhm. Mein verloren gegangener Elch. Ja, läuft doch noch irgendwo rum. Oder vielleicht auch nicht mehr. Vielleicht schon vollendet. Ruhe da hinten. Billigen Plätzen. Ja. Alles findet sich irgendwann wieder. Nichts geht verloren. Nope. Auf der Suche nach dem Elch. Elch, Elch. Lass uns dem Elch einen Namen geben. Elli Elch. Elli Elch. Ja. Okay. Wo ist Elli Elch? Aber Elli Elch hat immer noch... Elli Elch, glaube ich, schreit da oben.
Ruhe auf den billigen Plätzen. Das Problem ist, dass wir genau in Windrichtung laufen. Absolut. Dass es immer noch 25-50% hat. Ich glaube, Elli Elch kriegen wir Probleme mit Elli Elch. Schätze ich. Elli Elch. Ich höre was. Den Wind. Ich höre den Wind. Elli Elch. Voll außer Atem. Ich mag Elli Elch nicht suchen. Wieso nicht? Weil Elli Elch ihn nicht stirbt. Ist sie da hochgelaufen, ne? Der oder die. Weiß gar nicht, war der weiblich oder männlich? Weiß nicht. Weiblich. Elli, Elli, Elch, Elch. Naja, gehen wir mal ins Wasser runter. Ja. Haben wir noch mehr Glück. Man bildet sich aber auch schnell irgendwas ein, ne? Das ist unglaublich. Wenn es nur mal jemand erzählen soll, wie man da rüberkommt. Also ein Boot wäre hier vielleicht schon angebracht teilweise, gell? Ja, da drüben ist ja Map-Ende. Da ist ja nichts. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. Was gedenkst du hier zu finden? Weiß nicht. Fische. Elche. Krachmacher. Krachmacher. Bin wohl ich, oder? Krachmacher. Läufst voll durch den Baum durch. War das Coyote, glaube ich, oder? Der Coyote. Aber er hat uns nicht mehr gewarnt, nur einmal. Ne, das kann reichen, glaube ich, gell? Ja, aber er kann sich auch wieder beruhigen. Ruhig. Das klingt so cool. Ja, glaube ich was. Ganz leise. Darf ich wieder reden? Ganz leise darfst du reden, ja. Okay. Danke. Ja, stimmt. Irgendwas höre ich auch ganz leise, aber...
Naja. Bedanken uns fürs Zusehen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.